Willkommen zu einem Video, das ich schon eine ganze Zeit lang machen wollte, nämlich meine drei Top-Tipps oder meine drei Top-Erkenntnisse aus meinen mittlerweile wirklich über 5000 angesprochenen Frauen, die ich in den letzten 5 Jahren in verschiedenen Städten, Großstädten, kleineren Städten, Discos, Ausland, hier in Deutschland und wie gesagt im Ausland angesprochen habe. War eine super geile Zeit, habe super viele Erfahrungen gemacht und wenn ich überlege, was ich vorher für wahr gehalten habe oder wie meine Einstellung vorher war, vor dem ganzen Thema und wie sie jetzt ist, nach wirklich 5000 Frauen, mit denen ich gesprochen habe, mit denen ich geflirtet habe, mit denen ich Ablehnungen erlebt habe und richtig geile Sachen. Ne? Es ist natürlich auch immer so eine Skala. Du hast Ablehnungen, hast du richtig geile Erfahrungen, die du selbst nicht glauben kannst, die deinen Verstand sprengen. Möchte ich dir meine drei Top-Erkenntnisse mitgeben, die dir und deinem Umgang mit Frauen helfen. Und wir starten gleich los mit der ersten Sache. Und zwar ist das, dass Frauen, und das habe ich wirklich in dieser Zeit gemerkt, sehr von der Emotion des Moments leben. Im einen Moment kann es sein, dass die Frau zu dir sagt, hey ja, ich will dich treffen, lass uns treffen. Und im nächsten Moment fühlt sie sich irgendwie nicht danach und schon ist das Ganze wieder verpufft oder weg. Und was ich daraus gelernt habe, und das ist ganz, ganz wichtig, ist, dass es im ganzen Umgang mit den Frauen nie wirklich, also es geht immer um Spaß, es geht immer um die Emotionen. Es geht immer darum, starke Emotionen zu erzeugen, aber auch auszudrücken. Das ist ganz wichtig und das habe ich bei ganz vielen Männern gemerkt, die haben das leider nicht. Es geht immer darum, starke Emotionen auszudrücken. Also so wie ich jetzt hier rede, so wie ich davon erzähle, drück deine Emotionen gerne mit deiner Sprache aus. Zeig den Frauen, was dich begeistert. Zeig den Frauen, was du hast. Zeig den Frauen deine Ecken und Kanten. Denn das sind genau die Sachen, die dafür sorgen, dass Frauen sich emotional von dir angezogen fühlen. Und das sorgt dann dafür, dass Dates viel sicherer, viel wahrscheinlicher werden. Mal ganz davon abgesehen, dass du auf jeden Fall immer auch eine große Erkenntnis Instant Dates machen solltest. Du solltest immer versuchen, so viel Zeit wie möglich mit der Frau, die du kennenlernst, zu verbringen, um das Ganze sicherer zu machen. Wenn du jetzt 5 Minuten mit einer Frau redest, relativ unsicher, kommt aber doch an, wie ihr euch verstanden habt. Und wenn du jetzt 5 Minuten mit einer Frau redest und dann noch eine halbe Stunde Kaffee trinken gehst, dann ist das so viel sicherer geworden und so viel wahrscheinlicher, dass ein zweites Date stattfindet. Denn, und da kommen wir zur zweiten Sache, zweiten großen Erkenntnis, Frauen halten sich in der Umgebung von Männern auf, mit denen sie sich wohlfühlen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Klingt ja erstmal logisch, aber du musst verstehen, wie weit das reicht. Denn Frauen schlafen auch mit Männern, mit denen sie sich wohlfühlen. Das ist einer der größten Faktoren. Und jetzt macht das vielleicht auch Sinn, was ich eben gesagt habe. 5 Minuten mit ihr sprechen ist natürlich weniger Wohlfühlfaktor als 45 Minuten mit ihr sprechen beispielsweise, wenn du ein Sofort-Date mit ihr machst. Das kann dann so weit reichen, dass, und manchmal fragen mich Männer das, hey Tim, wie kann es denn sein, dass manche Best Friends irgendwie dann doch die Frau kriegen, während sie vorher eine Freunde waren? Es kann eben genau daran liegen, dass die Frau sich mit diesem Mann einfach wohlfühlt. Das ist ein riesiger Faktor. Wenn die Frau sich mit dir sicher fühlt, wenn die Frau sich in der Situation mit dir wohlfühlt, hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. Und dann kann es auch sein, dass ein bester Kumpel irgendwann mit der Frau schläft, weil sie sich einfach wohl mit diesem Mann fühlt. Den kennt sie lange. Das habe ich damals in meiner offenen Beziehung auch gemerkt, wo ich immer eher neue Frauen getroffen habe und meine Freundin immer den gleichen. Weil sie meinte, hey, mit dem fühle ich mich halt wohl. So wie mit dir, also mit mir. Mit dem hat sie sich wohl gefühlt, deswegen hat sie immer wieder den getroffen. Letztens war ich bei einer alten Freundin, mit der ich lange nichts hatte und wir hatten mal wieder was. Und sie hat mir auch erzählt, hey, ich mag keine neuen Leute kennenlernen aktuell. Ich treffe gerade viele alte Leute, mit denen ich mal was hatte und habe halt Spaß mit denen. Weil sie fühlt sich bereits wohl mit denen. Das ist ein gigantischer Faktor, den du niemals unterschätzen darfst. Du musst dich immer fragen, wie wohl fühlt sich die Frau wohl gerade mit mir? Oder wie wohl fühlen sich Frauen allgemein mit mir? Und Frauen werden sich umso wohler mit dir fühlen, desto mehr du dich ausdrückst. Und da wären wir wieder beim ersten Punkt. Desto mehr du deine Emotionen ausdrückst, desto mehr du dich klar ausdrückst. Wenn die Frau merkt, du drückst dich klar aus und ohne Hemmungen, dann kann sie dir ja vertrauen, weil sie weiß, du sagst halt, was Sache ist. Das ist ein großer Faktor mit Frauen. Sag halt, was Sache ist. So seltsam das für dich auch klingen mag, so unangenehm sich das auch anfühlen mag, geh bitte nicht den Weg, dass du ständig irgendwie rumtaktierst. Hatte ich vorhin gerade mit einem Coaching-Teilnehmer telefoniert, dem ich auch gesagt habe, bitte nicht immer rumtaktieren, sondern mach ganz klare Ansagen. Frauen, so wie andere Menschen auch, wollen klare Ansagen von dir. Dann können sie dir vertrauen. Wenn deine Frau merkt, du drückst ganz klar aus, was du willst. Du drückst ganz klar aus, wenn dir irgendwas nicht passt. Dann kann sie dir vertrauen, weil sie halt weiß, okay, der Mann kommt schon damit um die Ecke, wenn was nicht passt.
Ich muss da nicht nachforschen. Ich muss da nicht Angst vor irgendwelchen falschen Intentionen haben, sondern du drückst das einfach ganz klar aus. Und das macht einen Mann unglaublich attraktiv. Also wirklich enorm attraktiv. Das habe ich gemerkt und das war auch eine schwierige Lektion, die ich immer wieder so neu gelernt habe, dann wieder verloren habe, dann wieder neu gelernt habe, wieder verloren habe und die ich immer wieder ein bisschen neu für mich entdecken musste und auch vielleicht jetzt immer noch ein bisschen neu für mich entdecken muss und das nach so vielen angesprochenen Frauen. Die nächste Sache ist, sprich viele Frauen an. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es werden immer wieder Frauen dabei sein, gerade in dieser Alltagssituation, die nicht zu dir passen, wo es überhaupt nicht funktioniert. Halt dich bitte nicht mit diesen Frauen auf, halt dich nicht mit den falschen Frauen auf, halt dich bitte nicht mit Frauen auf, die kein Interesse an dir haben, sondern sprich viele Frauen an, sortiere die Frauen aus und finde die, die zu dir passen. Halt dich nicht mit Frauen auf, die kein Interesse an dir haben. Ganz viele Männer machen das. Fahren dann zu den Frauen hin, streichen ihnen irgendwie die Decke, in der Hoffnung, irgendwann können sie die dann vielleicht mal flachlegen. Nein, konzentriere dich auf andere Frauen. Deine Prioritäten sollten sein, dein Leben, deine Lebensgestaltung, deine Mission, was auch immer das ist. Und dann Frauen, die sollten auch da irgendwo drin sein, Frauen, die aber auch in dich investieren wollen. Nicht Frauen, die nicht bereit sind, in dich zu investieren. Die musst du aus deinem Leben konsequent rausschmeißen. Denn wenn du dich ständig mit Frauen umgibst, die nicht so richtig Bock auf dich haben, dann sagst du dir damit auch selbst, hey, ich bin es gar nicht wert, eine Frau zu finden, die mich wirklich mag. Also diese Eigenkommunikation, die da auch stattfindet, ist enorm schädlich für dich und deine Persönlichkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass du diese Leute aus deinem Leben rausschmeißt. Gerne auch Freunde. Ich meine damit nicht im Sinne von, haha, du Pisser, jetzt bist du weg, sondern natürlich, wenn das jetzt jemand macht, dann spreche ich das erstmal an und bin so, hey, guck mal, pass auf. Wenn das dann wieder passiert, dann muss ich sagen, tut mir leid, nein, ciao. Und das musst du durchziehen. Das gehört dazu. Das gehört zu diesem Ein-Mann-Sein dazu. Das gehört zu diesem Klar-Kommunizieren dazu. Das ist im ersten Moment vielleicht schwierig, weil dann verlierst du halt die Frau, statt sie irgendwie durch einen faulen Deal zu behalten, indem du dich verstellst oder was auch immer. Im ersten Moment verlierst du die Frau, aber auf lange Sicht gesehen gewinnst du enorm viele Frauen. Frauen werden mehr Respekt vor dir haben. Frauen werden auch mit dir klarer kommunizieren. Das geht vielen Männern ja auf den Sack und mir übrigens auch, wenn Frauen so unklar kommunizieren und nicht ganz klar sagen können, was Sache ist. Wenn du klarer kommunizieren kannst, dann gibst du den Frauen die Erlaubnis, klarer zu kommunizieren. Nicht deine Zeit mit den falschen Frauen verschwenden. Du bist mehr wert, du kannst mehr. Verkauf dich nicht so krass unter Wert. Und die letzte Sache, die ich gelernt habe, ist, das ganze Frauenthema ist am Ende des Tages nicht so schwer, wie es wirkt. Dir mag das vielleicht jetzt gerade noch einer großen Sache aussehen oder wie eine große Sache vorkommen, aber am Ende des Tages ist es relativ simpel. Und ich glaube, du brauchst auch, wenn du einen ordentlichen Führer hast, einen ordentlichen Coach oder jemand, der dich begleitet, jemand, der dir die richtigen Informationen gibt, ich glaube, dann brauchst du auch keine 5000 Frauen anzusprechen, um an meinen Punkt zu kommen. Ich habe vieles alleine gemacht. Wenn du jemanden hast, der dir die richtigen Informationen gibt und du bist jetzt hier bei mir, schaust meinen Channel und das ist schon mal ein guter Weg, dann brauchst du nicht so viel Zeit, um an den Punkt zu kommen, an dem beispielsweise ich jetzt bin. Ich kann dir meine Erkenntnisse jetzt bereits geben. Und so komplex ist es nicht. Vielleicht ist es für dich das große Ding und du denkst, es wäre niemals möglich, Frauen auf der Straße sprechen, niemals möglich, eine Frau mit nach Hause ziehen von der Straße, niemals möglich. Und das glaub mir, es ist fast alles möglich. Ich habe Dinge erlebt bei diesen 5000 Frauen, die ich angesprochen habe, die ich vorher niemals für möglich gehalten hätte. Und die sind passiert. Ich habe es bei anderen Leuten gesehen, ich habe es bei mir selbst erlebt. Coaching-Teilnehmer. Das, was du gerade denkst, was möglich ist und das, was wirklich möglich ist, sind ganz unterschiedliche Welten. Ja, der Verstand bewegt sich irgendwo hier unten. Na, das ist möglich. Es ist so viel mehr möglich. Und je mehr Frauen du kennenlernst, desto mehr merkst du das auch. Es ist nicht so komplex. Fang deine Reise an. Hol mich dazu, wenn du mich dabei haben willst. Aber fang deine Reise an, warte nicht länger. Ich habe schon sehr alte Männer gehabt, die mit mir zusammen im Coaching durchgestartet sind. Das ist in Ordnung, aber verschwende nicht deine Zeit. Es wird schwieriger, wenn du älter bist. Es wird einfach ein bisschen schwieriger, wenn du dich um nichts gekümmert hast vorher. Fang jetzt an. Wenn du nicht genau weißt, wie, dann schau dir weitere Videos von mir an. Oder probier es einfach mal. Riskier es einfach mal. Probier es. Geh mal raus. Mach dich mal zum Affen. Scheißegal. Aber go for it. Und wenn du dich nicht traust, kommst du zu mir, bewirbst dich bei mir für ein Coaching. Geil, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon denkst. Videovorschläge auch gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt in Zukunft wieder mehr Kommentare beantworten. Das ist ein bisschen schleifen gelassen worden, das weiß ich. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir dich für das Coaching bewerben.
Es sind auch ein paar Sommerplätze frei. Sommer ist immer eine geile Zeit, um durchzustarten. Und rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn du das Video hier gemocht hast. Schau nochmal vorbei, noch mehr Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.